So, ich habe jetzt hier mal fertig ausgeschnibbelt und aufgeklebt. Und was mir jetzt sofort erstmal aufgefallen ist, klar, ich habe einen viel größeren Hintergrund genommen. Aber was total auffällt, also wenn ich jetzt mal die alte Collage oder auch ältere Collagen, es ist nicht immer so, dass meine Collagen so voll gefüllt sind und sowas. Aber wenn man die beiden jetzt mal so gegeneinander sieht, sie sind wirklich sehr unterschiedlich. Einfach von ihrer Gestaltung her auch. Ihr könnt hier auch was draufschreiben und so wie ich es hier gemacht habe, könnt ihr natürlich auch machen. Könnt machen, was ihr wollt hiermit. Jetzt, wenn ihr dieses Video schaut, jetzt werde ich einfach nochmal auf die einzelnen Sachen hier eingehen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne zuhören. Wenn nicht, müsst ihr das auch nicht machen. Aber vielleicht ist das schön für euch. Was ich gerne mache, ist, dass ich habe so ein Buch mir geholt. Wenn ich etwas erarbeitet habe, da habe ich schon die Sachen über meine letzte Collage reingeschrieben und ich habe das auch vorher schon gemacht. Und ich werde auch hier von dieser Collage ein Foto machen. Und dann habe ich so eine Box, da sind meine ganzen Fotos drin. Und ich nutze die sozusagen so ein bisschen wie Orakelkarten. Das heißt, wenn manchmal stecke ich fest im Leben oder habe einfach so, möchte einfach so eine Energiekarte für den Tag ziehen oder was weiß ich was. Ich glaube nicht an whatever, aber für mich ist das immer schön, wenn ich mir Gedanken über die Sachen nochmal machen kann. Manchmal fallen mir auch andere Dinge dazu ein oder es motiviert mich einfach oder es bringt mich auf andere Gedanken, was ganz oft auch der Fall ist, wenn ich, manchmal hat man so schlechte Laune oder so und dann ziehe ich so eine Karte und dann automatisch fange ich an, mich damit zu beschäftigen. Und da es oft sehr lösende, positive Dinge sind, mit denen ich mich beschäftige, in meinen Karten und in meinen Collagen, nicht nur, aber viel, ist das für mich immer sehr positiv. Also es ist eine positive Art für mich, den Tag weiter zu gestalten oder mir Gedanken zu machen, wie ich etwas gestalten möchte. So, also wenn ihr Lust habt, ich werde jetzt noch ein bisschen was darüber erzählen, wie ich denke, warum ich das wie angeordnet habe und so. Also was ich auf den ersten Blick sehen kann und was mir sehr viel Ruhe gibt und ein sehr gutes Gefühl ist, dass ich sehr viel Platz zwischen den Dingen habe. Dass der Hintergrund weiß ist. Dass ich das Gefühl habe, nicht das Gefühl habe, dass es zu viel drauf, sondern tatsächlich ist alles irgendwie, was mir irgendwie wichtig ist oder was ich jetzt gerade so empfinde, was ich in meinem Leben haben möchte, da drauf, ohne sich zu drängeln oder zu quetschen. Und das gibt mir ein super gutes Gefühl, weil das sind wirklich nur gute Dinge und das ist auch das, was ich im Moment wirklich erfahre. Ich mache mehr als jemals zuvor in meinem Leben, ganz, ganz sicher. Aber ich fühle mich auch viel besser, einfach weil das positive Dinge sind. Also du kannst einfach am Tag vielleicht eine Sache machen und die ist total scheiße und die wird dich völlig runterziehen. Und du kannst 10 Dinge machen und die sind so toll und motivierend, dass du einfach noch Energie hast, um andere Sachen zu machen. Und abends auch noch gute Laune. Es ist verblüffend. So, das sehe ich in dieser Collage direkt und das gibt mir ein ganz tolles Gefühl, die anzugucken. Und was ich noch sehe, ist, dass diese Collage sehr geordnet ist. Also ich habe weder großartig Zacken irgendwo reingeschnitten, noch irgendwas zu. Ja, es ist sehr geordnet alles. Und das ist auch etwas, was ich gerade in meinem Leben tatsächlich durchmache und was ich mehr fokussieren möchte. Ich meine nicht jeden Tag staubsaugen und alles klinisch rein putzen und sowas. Das geht bei mir sowieso nicht. Ich habe kleine Kinder, ich habe keine Lust, mich drüber aufzuregen. Ich habe Tiere. Ich bin ein Mensch, der im Matschbuddeln liebt und keine Ahnung was. Bei mir wird es immer auch unordentlich sein. Das meine ich damit nicht. Ich meine eher, geh weg, Fliege, eher eine seelische Aufräumarbeit oder auch, dass ich jetzt gerade bei mir im Garten so viel aufgeräumt habe. Ich habe meine Scheune ausgeräumt und aufgeräumt. Ich habe drinnen alles rausgeschmissen, was ich nicht mehr will. Sagte ich ja vorhin schon. Ich habe Menschen aus meinem Leben rausgewischt, die ich nicht mehr, also die einfach nicht gut für mich waren. Das hat ganz viel Kraft gekostet, aber das fühlt sich so gut an. Wirklich, das fühlt sich einfach so gut an. Ich bin so unglaublich glücklich, dass ich das gemacht habe. Und ich merke auch, dass dadurch, dass das alles weg ist jetzt, dass ich wirklich Zeit, Kraft, Energie und den Kopf frei habe für andere Dinge. Und das ist wundervoll. Das sehe ich hier. Also es ist alles sehr übersichtlich, sehr eher strukturierter. Also nichts ist dabei. Ich habe sogar ein paar Sachen, die ich vorher noch dachte, ich will sie dazu tun, jetzt doch rausgelassen, weil sie.
als ich sie angeguckt habe, das sind zwar motivierende Dinge, aber sie haben mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich da durch musste. Also habe ich die einfach hier weggelassen. Ich habe daraus schon gelernt, ich möchte die jetzt nicht mehr hier drauf haben. Jetzt möchte ich diese positiven Dinge, die mich weiterbringen, hier drauf haben und die ich haben möchte in meinem Leben. Oder Dinge, die ich mir auf jeden Fall merken möchte für die Zukunft. Ja, ich denke, was bei mir so die Pfosten von meinem Leben bildet, das sehe ich auch. Ich habe das an den Ecken angesetzt mit der Natur und das halt verschiedene Ruhepole finden in der Natur für mich ganz, ganz wichtig ist und dass das wirklich für mich meine ganzen Sachen auch zusammenhält. Was für mich wahrscheinlich wirklich Kern meines Lebens ist oder meiner Vision meines Lebens und was ich auch so empfinde, ist die Beziehung nicht nur meiner Liebesbeziehung mit meinem Mann, sondern auch mit meiner Familie, in meinem Umfeld, mit Freunden. Also das ist mir wirklich, wirklich wichtig, gute, liebevolle Beziehungen zu haben in meinem Leben. Und ich weiß, wie stärkend das sein kann und ich weiß, wie schwächend das sein kann, wenn man Leute im Leben hat, die einen runterziehen oder nicht gut zu einem sind oder warum auch immer man diese Leute im Leben hat. Man wird daraus sicherlich etwas lernen, es wird sicherlich seinen Sinn haben. Aber jetzt im Moment bin ich einfach nur glücklich, dass wirklich diese guten Leute in meinem Leben sind und das freut mich ganz, ganz doll. Und das ist für mich ganz wichtig. Das ist ein Kern, der Kern in meinem Leben. Ich möchte Liebe in meinem Leben haben und möchte die auch leben können und nicht nur ein Buch darüber lesen. Das hatte ich ja schon. Ich möchte wirklich meinen Garten wirklich so machen, dass wir unser Zuhause, ich möchte ein tolles Zuhause haben, egal wo es jetzt ist, ob es draußen ist oder drinnen ist oder in unserem Bulli oder hier habe ich auch noch dieses Bild von dem Bulli. Da stehen die nackig oben drauf und halten sich so die Hand und gucken in die Nacht raus und ich finde das einfach toll. Das ist Freiheit, das ist ja. Einfach ein Gefühl von Freiheit irgendwie, Verbundenheit, Freiheit, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Dann habe ich hier stehen: Lovers don't really meet somewhere, they're in each other all along. Auch von Rumi, ein sehr schönes Zitat und ich denke auch wirklich, man muss nicht jeden mögen, nicht jeder mag einen, manche Leute passen vielleicht auch einfach nicht zusammen. Ist völlig in Ordnung, völlig gut so, aber es wird auch immer Menschen geben, mit denen man denkt so, hey, du bist echt einer von meiner Sorte und das ist richtig, richtig toll und Lovers für mich heißt das nicht nur die Liebe des Lebens, also den einen Partner haben, sondern wirklich, also für mich sind das auch meine Kinder, meine guten nahen Freunde, die Familienangehörigen, die mir wichtig sind, meine Großtante zum Beispiel, das ist wirklich, das passt einfach. Man versteht sich einfach. Mit Worten, ohne Worte. Man weiß, wie der andere fühlt. Man fühlt mit dem anderen mit. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und daran glaube ich. Und ich möchte noch viel mehr solche Menschen in meinem Leben haben. Das macht mich super, super glücklich. Ja, diese Frau, das habe ich ja schon gesagt, das ist wow. Die hat eine Hammerausstrahlung auf diesem Foto. Das gefällt mir super gut. Und daneben habe ich noch einen kleinen Spruch, sagt man Spruch, einen kleinen Note, ausgeschnitten, aufgeklebt ist, heißt: I believe that we are who we choose to be. Nobody is going to come and save you. You've got to save yourself. Nobody is going to give you anything. You've got to go out and fight for it. Nobody knows what you want except you. And nobody will be as sorry if you don't get it. So don't give up on your dreams. Auf Deutsch übersetzt, da wird niemand kommen und das alles für dich machen. Und sowieso weiß niemand wirklich, was du wirklich möchtest. Klar, du kannst das erklären und sagen, aber so wirklich fühlen, niemand ist in deiner Seele drin. Nur du weißt das und du solltest wirklich aufstehen und losgehen und es tun. Denn niemand wird später so traurig sein, dass du die Dinge, die dir in deinem Leben wichtig sind, nicht gemacht hast oder nicht ausprobiert hast, wie du selber. Allen anderen ist es mehr oder weniger egal, ob du das machst oder nicht.
Das ist für dich ganz wichtig und das ist für mich auch immer wichtig, das nochmal zu sehen und nochmal zu wissen. Wie oft merke ich das? Ist das jetzt, ob das jetzt anfängt beim Abwaschen oder beim was weiß ich was, so Kleinigkeiten, die sich einschleichen, wo ich denke, dass eigentlich der andere für verantwortlich. Der andere ist auch verantwortlich dafür, dass es mir gut geht und der andere ist auch dafür verantwortlich, dass ich hier einen tollen Tag habe und dass ich morgens pünktlich aufstehe und was weiß ich was. Das ist einfach nicht wahr. Ich bin dafür verantwortlich. Ich bin froh, wenn mich jemand unterstützt. Ich liebe das, wenn ich tolle Leute um mich rum habe, die auch da hingehen und keine Ahnung was. Aber im Grunde genommen, das ist mein Ding. Ich mache das und ich bin auch dafür verantwortlich. Ich bin erwachsen und es fühlt sich super gut an, wenn man weiß, dass man Dinge einfach geschafft und gemacht hat und sie einfach gemacht hat. Hier ist auch noch, das gehört auch mit dazu. Ich möchte lieber zurückschauen auf mein Leben und sagen, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe, als irgendwann zu sagen, ich wünschte, ich hätte das getan. Irgendwann bin ich tot. Dann brauche ich mir nicht mehr vorstellen, ich hätte irgendwas getan oder was weiß ich was. Ich möchte wirklich das tun, was ich möchte. Das bedeutet nicht, dass ich deswegen andere verletze oder alles andere hinter mir links liegen lasse, aber ich werde daraufhin arbeiten und werde das mit Sicherheit auch erreichen. Es ist unterwegs, jawohl. Dann ist hier in einem Herz ausgeschnitten, don't make time for people who don't make time for you. Das soll nicht egoistisch sein, das ist kein, wenn du mir keinen Bonbon gibst, gebe ich dir auch keinen Bonbon. Das ist einfach wirklich, ich habe durch meine Kindheit und durch viele Dinge, die ich erfahren habe und so ein leichtes Helfer-Syndrom entwickelt und habe mich nie wirklich um meine eigenen Sachen gekümmert, sondern mich immer versucht, von meinen Problemen abzulenken, indem ich die Probleme anderer löse. Yay! Viel einfacher. Völlig verkehrt, völlig falsch. Ich habe jetzt durch ganz viele Aktionen in meinem Privat- und Familienleben herausgefunden, dass da ganz, ganz, ganz viele Energiefresser am Werk waren und dass nicht mal die Hälfte der Leute bereit ist, mir dann mal zu helfen, wenn wirklich was ist. Also ist auch meine Schuld. Klar, total. Ich bin da einfach immer in... Ich habe halt so ein Helfersyndrom, das ist jetzt aber weg. Yay! Und das ist ganz wichtig für mich, mir das wirklich auf die Fahnen zu schreiben. Ich mache immer noch gerne was für andere Leute. Ich mache gerne was mit anderen Leuten zusammen. Ich unterstütze gerne Leute und so. Aber ich passe in Zukunft und das fühlt sich für mich sehr gut an. Deswegen ist es in einem Herz, es ist nicht böse gemeint. Es fühlt sich einfach gut an für mich, das so jetzt machen zu können. Oh, was noch? Let the beauty of what you love be what you do. Ja, absolut, das mache ich. Da bin ich total dabei. Und hier ist so eine schöne Kunstcollage. Ich möchte auch wirklich wieder mehr mit Kunst machen und sowas. Hier steht drauf Journey. Das heißt, ja, das ist wirklich ein Weg, den man geht. Und das ist auch super schön für mich. When you do something from the soul, you feel a river moving in you, a joy. Und das ist auch so... Das wisst ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr etwas macht, was euch wirklich Spaß macht. Das ist toll, das motiviert euch und das soll für mich so ein Yay, das will ich in meinem Leben. Und hier oben dieses Bild, das Bild an sich berührt mich schon sehr, weil das Krafttier, eines der Krafttiere meiner Großtante ist das Reh. Und ich finde das sehr schön, dieses Bild. Und darunter steht, when we practice loving kindness and compassion, we are the first ones who profit. Und das ist auch wahr. Also, was erreiche ich mit Druck und Gewalt? Ich weiß nicht so wirklich was, aber so ein Liebeswort, das hilft meistens viel mehr. Und ja, das finde ich auch wichtig und das möchte ich auch noch mehr fokussieren in meinem Leben und möchte das bei mir haben. Und ja, hier unten habe ich noch so ein älteres Paar, was sich so ganz liebevoll umarmt und da steht I... Long to escape the prison of my ego and lost myself in you. Das bezieht sich für mich nicht nur auf so Partnerschaften und sowas, sondern auch wirklich, dass man einfach mal einen Schritt zurückgehen kann und sagen, einfach sein Ego mal hinten anstellt, weil das steht einem doch schon oft im Weg und einfach mal sagen kann, okay, du hast jetzt Vorrang, du bist jetzt wichtig, auch mit meinen Kindern möchte ich das noch mehr üben und so. Also, dass ich wirklich, wirklich aufmerksam zuhöre, wenn was erzählt wird. Kann ich natürlich nicht immer leisten, aber ich möchte mir auf jeden Fall
noch mehr angewöhnen, wenn etwas gesagt wird, dass ich wirklich zuhöre und auch wenn auch dann sage, dass wenn ich gerade keine Zeit habe, das auch wirklich kommunizieren kann, hey, ich habe jetzt keine Zeit. In 15 Minuten höre ich mir das gerne an und dann auch wirklich alles andere loslassen zu können und sich in anderen Dingen zu verlieren, sei es in Kunst, sei es in der Liebe, sei es in irgendwas, wirklich dann diese Zeit zu haben und ja, dann wirklich loslassen zu können und das eigene Ego einfach, das fühlt sich gut an, wenn man einfach man hat keinen Druck, keine Kontrolle, muss nichts kontrollieren, hat nichts irgendwas, was man festhalten muss und einfach sich so loslassen kann. Ja, so viel zu meiner Collage. Ich werde jetzt gleich noch eine Abschlussrede halten. Bis gleich.